Auch nochmal an alle Leute, die sich das Bootcamp hier auf jeden Fall reinziehen. Zieh dir sehr, sehr gerne alle 5 Videos rein, wenn sie dann noch wirklich draußen sind. So, wieso Chifu? Meine erste Frage, wieso nicht? Okay, wieso nicht? Weil ich habe mir damals die Frage gestellt, wie sieht mein Leben aus? Ganz kurz zu mir, ich bin 22, komme aus der Schweiz, Max aus Basel. Und ich habe damals eine ganz normale Ausbildung gemacht. Und es geht jetzt hier nicht um Storytelling oder was, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin, sondern das war damals schon meine erste Frage. So, ich war in meiner Ausbildung im dritten Ausbildungslehrjahr und ich wusste, was auf mich zukommen wird. Ich wusste, was auf mich zukommen wird, wenn ich diese Ausbildung beende, nämlich auf gut Deutsch 40 Jahre genau die gleiche Scheiße. So. Und da war für mich schon mal die erste Frage, okay, erstens, will ich das? Und zweitens, was habe ich für Möglichkeiten? Ich wusste also, irgendwo muss ich den Sprung schaffen. Und das hören wir immer sehr, sehr oft. Okay, ich zeichne es einfach nochmal auf, wie jede Person hier, die es nicht weiß und die es vielleicht noch nie gehört hat, weil ich weiß, wir haben auch ein paar neue Leute hier auf diesem Call und bitte schreibt es nicht rein, sonst müssen wir das leider andersrum machen. Einfach, wenn du auf dem Handy bist, okay, dann hast du unten dieser Stift, der erste schreibt schon rein, super. Einfach aufs X klicken, nicht rumscrollen, nichts machen und vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die mit dem Gummi dagegen steuern können. Einfach nicht aufs Whiteboard schreiben. Alright, du versaust nur allen anderen die ganze Show. Ich habe noch nichts geschrieben. Alles gut, es ist ganz normal, dass du nur weiß siehst. So, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und zwar, was musst du verstehen? Der Cashflow-Quadrant. Der Cashflow-Quadrant besteht aus 4 simplen Dingen. Okay, wir haben einmal. Okay, ich merke schon, das wird. An die Leute, die es wegzeichnen können, ich danke euch. So, wir haben einmal den Arbeitnehmer. Wir haben einmal den Selbstständigen, den Unternehmer und den Investor. So, was heißt das Ganze? Du kannst auf dieser Welt mit 4 Arten Geld verdienen. Legal. Okay, illegal geht immer anders natürlich. Aber legal kannst du auf 4 Wege Geld verdienen. Und meine Frage damals war ganz klar, okay, wo stehe ich aktuell? Ich war in der Ausbildung und danach war das Ziel meines Betriebs, ja, der Max, der macht da weiter und der holt sich einen Arbeitsvertrag und los geht's. Das heißt, bei mir war der Punkt so, ich stand hier als Arbeitnehmer. Aber was musst du jetzt verstehen? Was macht einen Arbeitnehmer und einen Selbstständigen aus? Was macht das Ganze aus? Diese Personen tauschen ihre aktive Zeit, ihre Lebenszeit gegen Geld. Weil viele wollen vielleicht selbstständig werden. Das war damals vielleicht auch ein bisschen meine Intention. Aber als ich dann einmal dieses Cashflow-Quadrant, diesen Cashflow-Quadrant verstanden habe, war für mich ganz klar, niemals. Weil ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du bei deinem Dönermann jede Woche oder jeden Monat einmal deinen Döner holst, ich wette mit dir, es ist immer die gleiche Person hinter der Theke. Es ist immer die gleiche Person dann. Das können wir jetzt mit allen selbstständigen Beruf machen. Wenn du zum Friseur gehst, bin ich überzeugt, du gehst immer zum gleichen Friseur. Das heißt, diese Menschen sind von Montag bis Freitag, wie auch immer ihre Arbeitszeiten sind, die sind immer vor Ort. Das heißt, sie tauschen ihre Lebenszeit gegen Geld. Und etwas habe ich dann verstanden mit der Zeit. Das nämlich, müsst ihr jetzt verstehen, 95% der Menschen, die sind in dieser linken Hälfte. Und 5% der Menschen, die sind auf der rechten Hälfte. So. Okay, das bringt dir jetzt vielleicht noch nicht viele Informationen, I know. Aber jetzt will ich dir etwas mitgeben, wo du, denke ich jetzt mal, das komplette Verständnis dafür bekommen solltest. Weil ich habe damals dann meinen Mentor gefragt, okay, aber das Geld, also sprich, wer hat wie viel Geld? Und er hat mir eine Antwort gegeben, was mich erstens schockiert hat, aber zweitens auch extrem glücklich gemacht hat, weil ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Und zwar ist es so, dass die 95% der Menschen, die Arbeitnehmer sind oder Selbstständige sind, die besitzen nur 5% des ganzen Geldes. Okay, ich mache hier noch einen Cash dahinter, dass wir das unterscheiden können. Währenddessen, okay, und dieser Spruch, die Armen werden immer wie ärmer und die Reichen immer wie reicher, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn, weil diese 5% Unternehmer und Investoren besitzen 95% des ganzen Geldes, was es auf dieser Welt gibt. Also war für mich die logische Antwort oder die logische Schlussfolgerung darauf, ey, dann ist ja klar, da muss ich irgendwie von links nach rechts kommen. Da muss ich von links nach rechts kommen. Wie kommt man aber von links nach rechts? Wie wird man ein Unternehmer? Wie wird man ein Investor? Dafür braucht es was? Es braucht Geld. Es braucht Geld. Und wie kommst du dann zu diesem Geld? Indem du vielleicht jahrelang dafür arbeitest und du dann mit Glück, mit Hoffnung vielleicht ein Restaurant aufmachst und hast da Mitarbeiter. Aber das geht meistens schief. Das heißt, ich brauche da eine Lösung, wie ich mit wenig Geld in diese Branche reinkommen. Und da kommt für mich persönlich der Schlüssel, und das ist Chifu. Weil Chifu deckt diese 2 Bereiche komplett ab. Chifu deckt diese komplett ab. Unternehmertum. Was heißt überhaupt Unternehmertum? Wann bist du ein Unternehmer? Ein Unternehmer bist du,
wenn du etwas aufgebaut hast über eine Zeit und es ab einem gewissen Punkt passiv Einkommensströme generiert, passiv funktioniert. Das heißt, du baust dieses Gebäude einmalig auf und danach steht es. Ich mache dir dein bestes Beispiel, Apple. Drop mal eine 7 in den Chat, wenn du ein Apple-Produkt hast. Drop mal eine 7 in den Chat, wenn du ein iPhone besitzt, ein MacBook besitzt, ein iPad, whatever. So, sehr, sehr viele. Das Ding ist jetzt nur, der CEO, Steve Jobs, der lebt gar nicht mehr. Weiß nicht, ob das alle wussten, aber der lebt gar nicht mehr. Aber die Familie von dem Steve Jobs, die verdient passiv Geld. Das heißt, er hat etwas aufgebaut und auch wenn er nicht mehr lebt, profitiert seine aktuell existierende Familie immer noch davon. Und das sehe ich genauso. Ich sehe das genauso mit Chifu. Wenn ich mir etwas aufbaue, meine Nachkommen, meine zukünftige Familie wird davon profitieren. Egal, ob ich lebe oder nicht. Sei es von den Investments, sei es von dem passiven Einkommen von Network Marketing, sei es von anderen Dingen, die ich in der Zukunft noch aufbauen möchte. Und das Coole ist auch, wir sind ja alle bei Chifu, okay? Ich denke mal nicht, dass du hier im Call bist. Wenn du nicht bei Chifu bist, dann ändere auf jeden Fall was. Aber wir sind ja alle bei Chifu. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, in diese 5% zu kommen oder sind da schon drin. Aber jetzt musst du etwas Wichtiges verstehen. Wir hatten jetzt gerade das Thema, das ist, ich mache mal hier einen Kreis, das sollte ein Kreis sein, wie gesagt, bitte. Und wir haben hier diese 5%, sagen wir jetzt einfach mal. Okay, das sind diese 5%. Und du musst etwas verstehen. Ich mache es so, andersrum. Das Komplette hier sind die 5%. Dieser komplette Kreis sind die Unternehmen und die Investoren. Aber nur weil du jetzt bei Chifu bist, nur weil du hier ein aktives Package hast, heißt das nicht, dass du automatisch 95% des Geldes auch hast, dass du automatisch wealthy bist, dass du automatisch wealthy wirst, rich wirst, keine Ahnung, wohlhabend wirst, whatever, was auch immer dein Ziel ist. Heißt es nicht direkt, weil du musst etwas verstehen. In den letzten 3,5 Jahren, knapp 4 Jahren, habe ich eine Erkenntnis gesammelt, die ich einer der wichtigsten finde. Und zwar ist es so, dass in den 5%, also zwischen Unternehmer und Investor, da gibt es auch eine 95% Spalte und eine 5% Spalte. Weil ich habe mal etwas gehört, dieses Business ziehen die wenigsten durch. Nicht, weil es nicht funktioniert. Nein. Weil einfach die wenigsten hier den Biss haben und den Arsch hochbekommen oder nicht den Arsch hochbekommen und die Dinge nicht tun, die getan werden müssen. Das heißt, auch hier in diesem Business gibt es ein Umfeld, was dir vielleicht nicht gut tut. Wie gesagt, nicht jeder, der ein aktives Package hat, ist auch direkt an der Position, dass du mit dieser Person wachsen wirst. Das heißt, suche dir in diesem Circle, suche dir in deiner Teamgruppe, suche dir bei Chief, suche dir bei Retired Young, suche dir die 5%, die es wirklich ernst meinen, die wirklich Gas geben wollen und zieh das Ganze mit den Leuten durch. Zieh das Ganze mit den Leuten durch. Und klammer dich an diese Menschen. Und noch besser, wie kommst du noch besser voran, wenn du einer dieser 5% wirst und du die Leute anziehst, die auch wirklich Bock haben zu grinden? So. Und deswegen ist die Frage eigentlich, wieso Chifu für mich persönlich schon längst beendet. Weil du kannst in jedem Bereich, wir haben E-Commerce, wir haben Trading, okay, wir haben Immobilien, wir haben Social Media, wir haben so viele Dinge. Du kannst sogar mit Reisen Geld verdienen. Okay? Und mit diesem Geld, was du verdienst, auch im Network Marketing, kannst du was tätigen? Investments. Und deswegen würde ich auch in jedem einen Appell geben, sei am Donnerstag dabei. Master your finances. Sei am Start. Nimm das Ganze mit. Alright, ich hoffe, das war für jeden auch ein bisschen verständlich. Ich denke, es sollte verständlich gewesen sein. Vielleicht für viele war es vielleicht gerade Repetition. Vielleicht für einige war es etwas Neues. Aber ich persönlich finde das einer der wichtigsten und der, so, jetzt haben wir noch drin, einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Du kannst in die 5%, ja, aber in den 5% gibt es wieder diese 5%. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was du verstehen solltest. So, was ist auch wichtig? Nehme das gesamte Bootcamp mit. Wir sind hier jetzt bei Tag 1. Und nachher haben wir jetzt eine Person hier drauf, die mit diesem Business schon länger, eine längere Zeit sechsstellig verdient. Wenn du nicht weißt, was sechsstellig ist, dann geh entweder ins Internet oder mach einfach mal 6 Zahlen nebeneinander und dann soll es dir ungefähr auffallen, was das ist. Und auch der hat die Bootcamps immer mitgenommen, komplett. Denkt ihr an eine Person, die an so einem Punkt steht, dachte sich nach dem dritten Tag, ja, nee, Tag 4 und 5 brauche ich nicht. Tag 6 und 7 brauche ich nicht. Nee, nee, passt schon. Der war immer dabei, hatte die Cam an. Deswegen nochmal Appell jetzt auch vor allem an dich, wenn wir so eine Person auf dem Call haben.
habe die Cam an. Hast du Notizen ready? Bist du ready, hier mitzuschreiben? Weil dieses Bootcamp wird dir nichts bringen, wenn du nicht mitschreibst. Weil wir hören ja immer so oft, wer schreibt, der bleibt. Oft verstehen wir, oder oft habe ich früh lange diesen Satz nicht verstanden, bis ich mitgeschrieben habe. Bis ich verstanden habe, ey, diese Informationen, die bleiben jetzt auch wirklich im Kopf drin, weil sonst gehen 95% der Informationen gehen rein und wieder raus. Gehen rein und wieder raus. Sehr, sehr simple Sache, okay? Das heißt, nimm das ganze Bootcamp mit, habe die richtige Einstellung zu diesem Business, okay? Wenn du in diesem Business erfolgreich werden möchtest, dann musst du zuerst an deiner Einstellung arbeiten. Und die erste Einstellung, die du diese Woche treffen kannst, ist einfach am Bootcamp dabei sein. Weil du wirst alle Informationen bekommen. Alle Informationen, die notwendig sind, damit du in diesem Jahr noch ein Level Up machst und damit du in den nächsten Jahren irgendwann zu deinen Eltern gehen kannst und sagen kannst, ey Mom, hey Dad, muss ich mehr arbeiten gehen. Dass du irgendwann zu deinem Chef gehen kannst und sagen kannst, ey, ich kündige jetzt. Ey, ich mache das Ganze hier Fulltime. Ey, es ist Dienstag, du rufst dein Homie an, du rufst deine Sis an, ey, lass mal Mittwoch irgendwo hinten. Lass mal diesmal. Ich habe die Freiheiten schon. Aber ich war auch 3,5 Jahre hier jetzt schon am Start und habe Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus etwas dafür getan. Die Jobs werden in der nächsten Zeit ersetzt durch künstliche Intelligenz. Falls du noch nicht aufgewacht bist, wir hatten letztens in Rom ein sehr, sehr geiles Gespräch im Hotel, unter anderem auch mit Joey, mit Cendric, mit Philipp. So. Und das sind genau die Dinge. Bist du in diesem Circle? Hast du diese Gespräche? Verstehst du, was gerade auf der Welt abgeht? Verstehst du, was gerade hinter den Kulissen, was vielleicht nicht in der Tagesschau kommt? Verstehst du diese Dinge? Und wenn du diese Dinge verstehst, dann sollte die Frage gar nicht mehr sein, why Gifu? Weil es ist komplett klar, wieso wir das Ganze aufbauen. Weil ich habe einfach irgendwann mal gesagt, ey, wenn es irgendwo knallt, okay, denk jetzt nicht direkt an Bomben oder whatever, aber auch mit CBDC ist das ja auch ein Thema, okay, für die Leute, die in der EU wohnen, außer jetzt vielleicht die Schweizer. So, willst du kontrolliert werden vom Staat? Bist du die Person, die so in den nächsten Jahren, dass es kommt, das ist nicht mehr die Frage. Die Frage ist nur, wann es kommt. Und ich habe einfach gesagt, nee, nicht mit mir. Mache ich nicht. Deswegen gebe ich jetzt ein paar Jahre lang Gas, habe verstanden, dass ich ein paar Jahre lang so arbeiten sollte, wie kein einziger vielleicht da draußen möchte. Dafür lebe ich aber auch den Rest meines Lebens so, wie keiner kann. Und diese Einstellung hat definitiv auch ein Jan Mund gemacht. Deswegen gebe ich jetzt noch nicht ab. Deswegen will ich dir jetzt mal klar machen, dass du dich blessed fühlen kannst, dass du überhaupt Zugang zu so einem Bootcamp haben darfst. Weil ein Jan Munderloh redet auf Stages, okay, redet vor Tausenden von Menschen auf Conventions, auf Events. Jan Munderloh wurde von diversen Medien schon eingeladen, nur damit er darüber berichten kann, was er macht. Das heißt, er ist nicht mal an diesem Punkt, dass er nur hier ist, hallo, sondern er ist an diesem Punkt, dass extern Leute von ihm Informationen wollen. Und es wäre auch gar nicht zu viel verlangt, wenn ein Jan Munderloh mir geschrieben hätte, ich will pro Person hier 1.000 Euro, wenn ich hier speake. Nicht, weil er geldgierig ist, sondern weil das, was er jetzt nachher zu sagen hat, seine Zeit hat einen gewissen Wert. Du hast hier 0 Euro bezahlt, du hast hier kein Geld ausgegeben, damit du jetzt hier auf dem Call sein kannst. Klar, für Gifu schon, aber für dieses Bootcamp extern nicht. Und da kommen noch andere Personen die ganze Woche lang. Das heißt, das Minimum, das Commitment, was du dir geben kannst, ist es jetzt zuzuhören und ist es vor allem, sage ich jetzt mal, Notizen zu machen. Weil einem Jan musst du danach nicht schreiben, ey, danke Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, sondern ein Jan appreciated es viel mehr, wenn er in den nächsten Wochen, nächsten Monaten deinen Rank-Up-Flyer sieht, deine Trading-Results sieht. Er vielleicht mitbekommt, dass du jetzt genau den Job irgendwo künden konntest. Das sind die Dinge, wie du ihm Danke sagen kannst. Und deswegen, Jan, auch nochmal von meiner Seite, ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass du dir einfach an einem Montagabend hier für 96 Personen, ich meine, ein Jan führt eine Organisation, Ladies and Gentlemen, von über 6.000 Personen, und der sich jetzt hier heute einfach mal die Zeit nimmt für 30, 40 Minuten, um euch einfach mal seine Sicht, seine Vision mitzugeben und vor allem auch nochmal von seiner Seite aus die Ansicht mitzugeben, wieso du deine Zukunft mit Gifu auf jeden Fall bauen solltest. Und deswegen, Jan, ich weiß nicht, ob du ready bist, aber ich würde mal sagen, Jungs und Mädels, drop mal eine Siegnerwelle in den Chat, wenn du jetzt sagst, du bist ready, von diesem Mann zu lernen. Ein Jan ist mittlerweile an einem Punkt, er holt sich Autos, da reden wir von 10 Jahren, 15, 20 Jahren Monatsgehälter von normalen Personen, einfach so, weil er es kann. Und das ist jetzt nicht, ich will nicht auf das reduzieren, aber das ist auch wieder schlussendlich Resultate
springe daraus raus, was für eine Work du in der Vergangenheit gemacht hast. Okay? Deswegen, Jan, ich weiß nicht, ob du hier bist. Ah, glaube ich, noch die Cam aus. Da ist er gerade noch in einem wichtigen Telefonat. Oh, da haben wir ihn. Hallo. Hi. Guys, drop the 7 in den Chat. Drop the 7 in den Chat, wenn du ready bist für Jan Wunderlo, Blue Diamond. Okay, ich glaube, es fehlen noch 3 Ranks oder 4 Ranks maximal. Dann hat Jan diesen Compound Plan, dann hat Jan diesen Vergütungsplan outmaxed. Und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen, Bro, ich übergebe dir auf jeden Fall das Wort. Danke für deine Zeit und danke, dass du dir am Bootcamp Tag 1 die Zeit für uns nimmst. Let's go. Hey, oh, Tag 1. Jetzt fühle ich mich aber geehrt hier. Wahnsinn. Ja, Leute, wie geht's euch? Herzlich willkommen auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast einen schönen Montag gehabt, einen tollen Wochenstart. Wir haben noch 9 Wochen, glaube ich, bis zum Ende des Jahres. Und diese 9 Wochen sollten wir auf jeden Fall so effektiv wie möglich tatsächlich halt auch einfach nutzen. Und ich darf heute darüber sprechen, warum eigentlich Gifu. Und ja, da kann ich sehr, sehr viel tatsächlich darüber erzählen. Warum? Weil Gifu hat mein Leben wirklich komplett verändert. Diese Industrie Network Marketing hat mir ein Leben beschert, was ich mir damals hätte niemals vorstellen können, wo ich damals als Kind von geträumt habe. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal mit meiner Mom gesprochen habe und sie gesagt hat, hey Jan, das Auto, was du heute fährst, das wolltest du damals als kleines Kind haben. Und ich wusste das gar nicht mehr, dass ich das als kleines Kind haben wollte, weil es schon so weit zurücklag, dass mein Bewusstseinsvermögen noch gar nicht da gewesen ist. Aber scheinbar habe ich damals die Formel 1 immer geschaut und wollte irgendwann mal einen roten Ferrari fahren. Und irgendwann wurde es halt Realität. So, Träume können halt irgendwann auch wahr werden, vor allem auch durch dieses Business tatsächlich. Allerdings war das keine Overnight Success Story, sondern das Ganze hat für mich 8 Jahre lang tatsächlich gedauert, um ja, Einkommensmillionär tatsächlich einfach werden zu können. Es hat über 8 Jahre gedauert, um Einkommensmillionär wirklich zu werden. So, und es gibt viele Leute, die überschätzen natürlich, was kurzfristig möglich ist und wollen halt schnell diese Resultate haben, wollen innerhalb von 3 Monaten 500 € im Monat nebenbei passiv verdienen, aber sie unterschätzen, was langfristig halt wirklich möglich ist. Weil die Frage ist halt immer die, was ist deine Alternative? Was ist dein alternativer Plan hier wirklich? Und lass uns mal als allererstes so ein bisschen über diese Industrie sprechen und dann sprechen wir darüber, warum Gifu. So, warum Gifu ist ein klassisches Network-Marketing-Unternehmen. Und warum ich Network-Marketing so sehr liebe, eigentlich aus vielen Gründen. Der wertvollste Punkt heute, den ich jetzt erst euch so mitgeben kann, ich hätte euch den Punkt damals nicht mitgeben können, ist der, dass für mich Network-Marketing an sich eigentlich das Sprungbrett fürs Unternehmertum gewesen ist. Warum? Weil ich durch Network Marketing die Möglichkeit hatte, so viele Menschen kennenzulernen, dadurch einfach sehr wertvolle Kontakte machen zu können, gute Beziehungen aufgebaut haben zu können und dadurch die Möglichkeit gehabt hatte, mir viele weitere Standbeine mit aufbauen zu können, woraus ich auch 4- bis 5-stellige monatliche Einkommensströme mittlerweile erschließe. Und dafür bin ich am allerglücklichsten tatsächlich. Weil du lernst hier Fähigkeiten, die dir wirklich mehr, niemand mehr nehmen kann. So, und die Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich das für mich das Wertvollste, weil es gibt so eine Aussage, die bezieht sich nämlich darauf, dass dein Einkommen und Vermögensstand immer zu einer direkten Korrelation zu deinem Stand der Persönlichkeitsentwicklung steht. Das heißt, wenn du persönlich extrem stark entwickelt bist, dann wird es dir auch leichter fallen, mehrere gute Einkommensquellen beispielsweise dir aufbauen zu können oder dir ein gutes Vermögen wirklich anhäufen zu können, das Vermögen auch wirklich zu halten. Lottomillionäre sind zum Beispiel nach wenigen Jahren verschuldet halt zuvor. Warum? Weil ihre Persönlichkeit ist hier unten, plötzlich ist hier Vermögensstand hier oben und da ist die Frage, was wird sich wohl eher anpassen? Wird sich plötzlich die Persönlichkeit deinem Vermögenslevel anpassen oder wird sich dein Vermögen wieder deinem Persönlichkeitslevel anpassen? Und natürlich passt sich dein Vermögensstand, Einkommensstand immer auch deiner Persönlichkeit halt auch wirklich an. Und ich war damals, als ich gestartet bin, sehr schüchtern. Ich war ein sehr ruhiger Mensch. Ich hatte ein kleines soziales Umfeld tatsächlich. Und das hat sich bei mir halt durch Network Marketing tatsächlich komplett gelegt. Warum? Weil ich so oft meine Komfortzone verlassen musste. Das erste Mal musste ich meine Komfortzone verlassen, als ich ein erstes eigenes Event damals auf die Beine gestellt hatte in meiner Heimatstadt.
Darüber hinaus lernst du resistent zu werden gegenüber Rückschlägen beispielsweise. Du lernst wieder aufzustehen, wenn du auf den Boden beispielsweise fällst. Weil Erfolg ist nie eine Einbahnstraße. Erfolg ist immer genauso wie auch ein Trading ist ein Auf und ein Ab. Ein Auf und ein Ab. So. Und wenn du im Tal stehst, in der Korrekturphase bist, dann ist wieder der nächste höhere Berg vor dir, den du halt einfach erklimmen musst. Und ja, das war für mich eigentlich so mittlerweile so auch das Wertvollste, dass du halt Fähigkeiten hier lernst, die dir niemand mehr nehmen kann. So, man kann mir morgen alles nehmen, man kann mir meine Autos nehmen, man kann mir meine Wohnung nehmen, man kann mir meine ganzen Gelder von meinen Konten nehmen, aber das Einzige, was man mir nicht nehmen kann, ist dieser Kopf hier, mein Wissen, das ich mir aufgebaut habe über die Jahre hinweg, mein Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe über die letzten 8 Jahre. Menschen, die mir treu bleiben, Menschen, die mir folgen werden, bis zum Rest meines Lebens. Das kann man mir nicht so einfach nehmen. Und das kann man auch dir nicht so einfach nehmen. Und your network is always your net worth. Das heißt, dein Netzwerk spiegelt immer auch irgendwie deinen Nettowohlstand wider. Reiche Menschen umgeben sich mit reichen Menschen. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. So. Und ich attracte immer wieder solche Menschen beispielsweise halt tatsächlich auch. Ich habe zum Beispiel heute, habe ich von einem guten Kontakt in der Schweiz eine Einladung beispielsweise erhalten für eine Car Rally für nächstes Jahr im Sommer, wo beispielsweise, hat er mir ein paar Namen durchgegeben, wo Satins Crew dabei ist und irgendwelche Influencer, keine Ahnung, ich kenne die alle gar nicht so wirklich, aber hat gesagt, hey Jan, weil ich dich kenne, weil ich dich cool finde, weil ich weiß, was du machst, lade ich dich mit darauf ein, so Ende Juni. Und ich werde daran jetzt dann teilnehmen. So. Und es ist halt einfach krass, was für Möglichkeiten sich heutzutage dadurch dann halt auch ergeben, was für einen Zugang du wirklich auch bekommst, dadurch, dass du dir halt deine Brand aufgebaut hast und deine Reichweite und deinen Erfahrungsschatz halt auch tatsächlich. Und das, was du auch verstehen musst, ist, die Welt ist ja wirklich im Wandel. Ich war gestern erst noch eine Instagram-Story. Warte mal, ist die Instagram-Story noch drin? Von Tage, ist ja mein Emerald aus Australien. Der hatte nämlich eine Instagram-Story drin, wo in Los Angeles selbstfahrende Autos unterwegs sind. Nee, ist leider nicht mehr drin. Obwohl, warte mal. Doch, hier, schau dir das mal an. Selbstfahrende Autos, hier, schau dir das mal an. Da. Da ist niemand drin. Habt ihr es gesehen? Crazy. Ein selbstfahrendes Auto. So. Die Digitalisierung ist da. Menschen werden durch Maschinen ersetzt. Menschen werden durch die Digitalisierung ersetzt. So. Personalabbau findet überall statt. Ihr seht es immer wieder in den Medien, dass irgendwo Stellenabbau wirklich betrieben wird. Aber die Population wächst natürlich halt auch. Und das ist halt erwähnenswert tatsächlich, weil dadurch langfristig gesehen wirklich die Arbeitslosigkeit einfach steigen wird, weil Jobs wegfallen werden. Aber das, was immer erhalten bleiben wird, sind Empfehlungen. Das, was immer erhalten bleiben wird, sind Unternehmen, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Jedes Unternehmen, was auf diesem Planeten Erde untersteht, es sei denn, es ist eine gemeinnützige Stiftung oder so, hat immer eine Gewinnerzielungsabsicht, weil wenn das Unternehmen keine Gewinnerzielungsabsicht hat, was wird passieren? Das Unternehmen geht pleite. Es geht insolvent, es verschwindet irgendwann vom Markt wieder. Und auch ein Network-Marketing-Unternehmen, auch Gifu, hat eine Gewinnerzielungsabsicht. Und das ist der Grund, warum Gifu sich für einen Vertriebsweg entschieden hat, der Network-Marketing heißt. So, sie verzichten auf klassische Werbung beispielsweise und bezahlen stattdessen dich dafür, dass du Werbung für ihre Produkte, für ihre Dienstleistungen halt einfach auch machst. So, und Empfehlungen werden immer erhalten bleiben. Es wird immer Menschen um dich herum geben, die auf deine Empfehlung einfach Wert legen, die auf deine Empfehlung vertrauen. So, und das kann man nicht einfach so ersetzen. Wenn Max mir zum Beispiel was empfiehlt, dann vertraue ich da mehr darauf, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, morgen früh beim Bäcker irgendeinen Random treffe, der mir eins zu eins dasselbe empfiehlt, was Max mir vielleicht empfiehlt. Ich werde eher der Empfehlung von Max folgen. Warum? Weil ich mit Max mittlerweile schon eine Beziehungsebene aufgebaut habe. Ich weiß, wie er denkt, ich weiß, wie er agiert, ich weiß, was für Werte er besitzt und das sind Werte, mit denen ich mich identifizieren kann und dementsprechend würde ich halt
auf seine Empfehlungen halt einfach vertrauen. So, und das haben halt auch eben Unternehmen für sich halt wirklich erkannt, weshalb diese Industrie Network Marketing halt extrem am Wachsen ist. Guck mal, ihr müsst überlegen, Network Marketing setzt jährlich ja 200 Milliarden Dollar um. 200 Milliarden Dollar. Das ist mehr als die Hollywood-Filmindustrie, die Musikindustrie und die Gaming-Industrie in den USA überhaupt zusammen umsetzt. Das ist gigantisch groß. Und auch ich bin immer noch ein ganz kleiner Fisch im Hai-Schwimmbecken, sozusagen. Obwohl ich 8 Jahre dabei bin. Aber ich habe Leute kennengelernt, die sind seit 20 Jahren dabei. Die leben ein Leben, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ein komplett freies Leben, sind wirklich komplett finanziell unabhängig, aber beziehen immer noch ihr Einkommen über Network Marketing nach 20 Jahren, was sie sich da halt auch wirklich aufgebaut haben. So, und das ist halt einfach krass, wirklich diese Entwicklung auch zu sehen. Und aus meiner Sichtweise ist auch unser Job, den wir hier haben, der sicherste Job, den es überhaupt nur gibt. Guck mal, es gibt so viele Leute, die dir vielleicht schon mal gesagt haben, vielleicht kennst du diese Leute, hey, du, was du da machst, ist nicht so sicher. Hey, du, was du da machst, das wird langfristig nicht funktionieren. Das ist eine Blase. Das ist im schlimmsten Fall ein Schneeballsystem oder so. Aber lass uns mal über die Sicherheit von meinem Job sprechen. Seien wir mal ehrlich, lass uns mal über die Sicherheit von meinem Job sprechen. Lass uns mal 4 Jahre zurückgehen oder 3 Jahre zurückgehen, während wir die letzte Pandemie erlebt haben. Und ich bin mir sicher, das ist nicht die letzte Pandemie, die wir irgendwann vielleicht erleben werden. Und wie viele Menschen hast du kennengelernt, die in dieser Zeit ihren Job verloren haben? Wie viele Menschen hast du kennengelernt, die einen Job gesucht haben, aber keinen Job gefunden haben? Wie viele Menschen hast du dann kennengelernt, dessen Arbeitsplatz durch eine Maschine oder durch den arbeitsbedingten Personalabbau, ja, verloren gegangen ist? Wie viele Menschen kennst du? Ich kenne persönlich sehr viele Menschen tatsächlich. So. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. So, du bist irgendwo gerade angestellt. Du machst vielleicht gerade eine Lehre. Stell dir mal vor, dein Chef trommelt euch morgen alle zusammen und muss euch mitteilen, hey, wir sind pleite. Wir müssen die Türen schließen. Und das passiert bei 90% der Unternehmen. 90% der Unternehmen überleben nicht mal das fünfte Jahr. By the way, Gifu ist jetzt mittlerweile schon im sechsten Jahr. Wie geht es dann weiter für dich? Du hast kein anderes Einkommen dir mittlerweile aufgebaut. Klar kannst du sagen, hey, ich gehe jetzt all in im Trading, all in im Network. So, nein, du brauchst noch nebenbei erstmal was anderes. Ganz wichtig. Aber was machst du? Du bist in der Position, dass du dich neu bewerben musst. Oder glaubst du, du bist beispielsweise, ich nehme ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du bist Friseur. Bist angestellt in einem Friseursalon. Dein Friseursalon muss zumachen. Glaubst du, dass du am nächsten Tag plötzlich von irgendwelchen anderen Friseursalons Anrufe erhalten wirst, von unbekannten Nummern auf deinem Handy, die dich fragen, ey, Cedric, ich weiß, du hast so gute Arbeit gemacht bei meinem größten Mitbewerber. Ey, ich habe noch eine Stelle frei. Ah ja, und für deine anderen drei Kollegen, die mit dir gearbeitet haben in dem alten Salon, für die habe ich direkt noch eine Stelle mit frei. Wir expandieren direkt. So. Nein, wird nicht passieren. Stell dir vor, du bist bei der Credit Suisse. Ja, stell dir vor, du bist bei der Credit Suisse, die von der UBS jetzt übernommen wurde. Glaubst du, jeder von diesen Angestellten wird übernommen? Nein. Lies dir mal die Berichte durch. Stell dir vor, du bist vielleicht bei Opel. Ja, du bist bei Opel. Opel geht pleite in Deutschland. Was weiß ich, keine Menschen wollen mehr Opel kaufen. Glaubst du, BMW wird dich danach kontaktieren und dich fragen, ob du plötzlich an ihren Autos rumschrauben kannst? Nein, wahrscheinlich nicht. Das heißt, du wirst in dieser Position sein müssen, dich bewerben zu können. So. Wie ist es beispielsweise, wenn du Trading gelernt hast, wenn du E-Commerce gelernt hast? Keine Ahnung, was soll passieren? Wenn du einmal Trading gelernt hast, dann hast du es gelernt. So, es wird ja nicht so sein, dass es morgen kein Euro US-Dollar mehr gibt. Es wird ja nicht so sein, dass es morgen kein Goldchart mehr, Goldpreis mehr gibt. So, es wird ja nicht so sein, dass morgen der Dow Jones einfach so, er ist weg. Nein, wird nicht der Fall sein.
So. Jetzt stell dir aber mal vor, Jifu ist morgen nicht mehr da. Stell dir vor, Kyle Copeland, Brad Boyle rufen mich an und sagen: Hey Jan, wir zahlen dich morgen nicht mehr aus. So. Was ist dann? So. Dann passiert das, was vor einem Jahr passiert ist. Ich suche mir ein neues Unternehmen, beziehungsweise andere Unternehmen kommen wahrscheinlich auf mich zu und sagen: Hey Jan, bitte komm zu uns, wir können dies und das für eure Organisation beispielsweise machen. So. Ich spreche mal komplett transparent darüber, weil das weiß jeder von den Leuten, die damals gestartet sind. So, ich bin ja seit 8 Jahren im Network Marketing, war vorher bei einem anderen Unternehmen und alle meine bestehenden Führungskräfte, die schon ein gewisses Einkommen gehabt haben im alten Unternehmen, die haben von Gifu Übergangsgeld damals für diesen Wechsel bekommen. Überleg dir das mal. Ja. Jetzt machen viele Leute gerade Augen. So, weil ihr sagt, kann ich vor 12, 13 Monaten alles schon gestartet. Aber ja, richtig. Wir haben damals alle Übergangsgeld bekommen. Ich habe kein Übergangsgeld bekommen, weil ich nicht darauf angewiesen bin. Aber meine Personen oder Personen, die bei uns in einer Einkommensstufe von 1000 Dollar waren, 2000 Dollar, die haben alle für einen Monat Übergangsgeld einfach bekommen. Einfach so. So, warum? Gifu hat sich bei uns beworben und hat gesagt: Hey, wir wollen euch haben. Daniel Fire wollte mich haben im Endeffekt. Sie wollten mich closen. Wie oft wurdest du schon versucht, geclosed zu werden von irgendwelchen anderen Network-Marketern? Glaub mir, das passiert mir rund um die Uhr, dass mich andere Networker closen wollen, die mich nach Dubai einladen wollen, die mich Business Class dahin fliegen lassen wollen. Weil ich lasse ja selbst andere Networker auch irgendwo anders hinfliegen. Warum? Weil ich ganz genau weiß, dass es auch effektiv ist. Und auch, ich habe schon Angebote im sechsstelligen Bereich in der Vergangenheit tatsächlich bekommen. By the way, ich habe hier keinen Deal oder Geld oder so bekommen, als ich bei Gifu gestartet bin. So. Aber von anderen Unternehmen ist das in der Vergangenheit tatsächlich vorgekommen. Und das ist halt einfach krass, aber warum machen das Unternehmen? Warum ist Gifu bereit gewesen, damals in mein Leadership zu investieren? Ganz einfach, weil Gifu heute allein durch meine Organisation 1,5 Millionen Euro mehr im Monat umsetzt. Aufs Jahr gesehen sind das mehr als 15 Millionen. Frag dich mal, in welchem Unternehmen du arbeitest und frag dich mal ganz kurz, wie viel Umsatz dein Chef macht mit seinem Unternehmen. Macht der 15 Millionen? Stell du dir mal vor, du gehst morgen zu deinem Chef und sagst ihm: Hey, Chef, ich habe eine Idee. Wir machen nächstes Jahr 2025 15 Millionen Euro an Umsatz. Und stell dir mal vor, egal was du tust, es funktioniert. Frag deinen Chef mal, was wäre es ihm wert, dir dafür zu bezahlen, dass ihr nächstes Jahr 15 Millionen Euro Umsatz generiert. Glaub mir, deinem Chef wäre es verdammt viel wert. Der würde sehr viel für dich machen. Du wärst Mitarbeiter des Monats auf Ewigkeit wahrscheinlich, wenn du diese grandiose Idee ihm überliefern würdest. Aber das ist das, was du verstehen musst. Du hast immer einen Wert. Wir haben einen Wert für Gifu. Ich habe einen gigantischen Wert für Gifu. So, du hast einen Marktwert, einen Transferwert. Das ist genauso wie Fußballspieler, nur mit dem Unterschied bei Fußballspielern, die werden irgendwann alt. Wenn sie alt werden, dann wird der Transferwert geringer. Aber irgendwann sind Fußballspieler im Alter vielleicht von 20 bis 30 und haben einen extrem hohen Transferwert. Und dann sind andere Vereine bereit, sehr viel Geld für dich auszugeben. Das Einzige, was du machen musst, ist, deinen Transferwert zu erhöhen. Und wie wird dein Transferwert erhöht? Ganz einfach, indem du ein größeres Netzwerk dir aufbaust. Indem du ein großes Network aufbaust. Warum? Wir sind im Network Marketing. Ich habe ein großes Netzwerk. Das ist der Grund, warum andere Unternehmen bereit sind, sich die Arme dafür auszureißen, dass ich bei denen starte. Glaub mir, wenn ich jetzt irgendwelchen Top-Leadern von anderen Unternehmen schreibe, die würden alle ihre Termine absagen, würden sofort mit mir in der nächsten Stunde auf einen Call gehen wollen, wenn es gehen würde. Ich könnte jetzt irgendwelchen Film schreiben, die Mitbewerber von uns sind. Glaub mir, die würden sofort wollen, dass wir kommen. Schreib du mal ein anderes Network-Markt, einen anderen Network-Marketer an. Der wird dich sofort haben wollen. Ganz einfach. Weil genauso willst du ja auch einen anderen Network-Marketer sofort haben. Stell dir vor, jetzt schreibt dir jemand von einer anderen Firma. Du denkst dir so: Geil, Mann, ja, Mann, den starte ich bei mir. So, vielleicht bietest du ihm sogar auch Support an. Du bietest ihm vielleicht extrem großen Support an. So, vielleicht bist du auch bereit, ein kleines Incentive für ihn zu machen.
Aber vielleicht ist auch eine Firma irgendwann, wenn der Transferwert hoch genug ist, ist auch bereit, mehr zu machen. So, Brad Boyle ist damals für uns halt extra zweimal nach Deutschland tatsächlich geflogen, um uns zu unterstützen, bevor wir überhaupt die Entscheidung getroffen haben zu starten. Warum? Weil er ganz genau wusste, was daraus resultieren kann, wenn wir denn überhaupt starten. So, und das ist halt krass und das ist das, was du verstehen musst. Das heißt, dein Job ist sicher, solange du weißt, du machst deine Arbeit gut. Und solange du deine Beziehungen zu deinem Leadership pflegst und ehrliche, gute Beziehungen aufbaust. So einfach ist es. So, guck mal, du hast jetzt ja vielleicht auch noch Freunde, mit denen du damals aufgewachsen bist. Wenn du jetzt heute noch einen Kindheitsfreund hast, mit dem du immer noch zusammen bist, mit dem du dich immer noch identifizieren kannst, ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit dieser Person noch in 20, 30 Jahren irgendwas unternehmen wirst. Es ist genauso wie mit meiner Familie. Ich bin mit meiner Familie aufgewachsen und ich weiß ganz genau, ich werde meiner Familie treu bleiben bis auf Lebenszeit. Wir werden in 20, 30 Jahren noch zusammenhalten und was gemeinschaftlich machen. Stichwort zusammenhalten. Warum? Weil wir gute Beziehungen haben. Ich habe eine gute Beziehung mit meiner Familie. Wenn du eine gute Beziehung mit irgendwelchen Personen hast, dann wird auch dieser Zusammenhalt noch in 10, 20 Jahren wirklich da sein. Und das ist das, was du verstehen musst. Und deswegen ist für mich Network Marketing oder Network Marketer einer der sichersten Jobs, die ich überhaupt wirklich ausüben kann, weil ich ganz genau weiß, es wird immer Unternehmen geben, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Es wird immer Unternehmen geben, die sich darüber freuen würden, wenn wir Umsatz für ihr Unternehmen einfach machen. Und ich weiß einfach, dass ich einen Marktwert habe. Und genauso solltest du auch wissen, dass du einen Marktwert hast. Und das ist halt für mich ein sehr wertvoller Punkt, warum Network Marketing. So, der nächste Punkt ist halt der, ich habe gesagt, ich war damals sehr schüchtern, ich war introvertiert. So, unabhängig deiner Vergangenheit, deiner Herkunft, deines sozialen Status, deines Aussehens und so weiter, hat jeder dieselben Chancen hier. Und das ist für mich extrem schön anzusehen. Guck mal, ich bin damals gestartet, weil mir irgendjemand, den ich nie kannte vorher, gezeigt hat, wie er online 2000 Euro im Monat nebenbei verdient. Er hat es mir schwarz auf weiß gezeigt auf seinem Smartphone. Ich habe es gesehen, wie das Geld auf sein Online-Banking gekommen ist. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ich kann das auch. Wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Das ist die Einstellung, die ich persönlich für mich hatte. Ich konnte mich damit identifizieren. So, und ja, und was gibt es noch sonst für tolle Punkte, sage ich mal. Guck mal, du wirst im Endeffekt hier fürs Reisen bezahlt. Du wirst wirklich fürs Reisen bezahlt. Wie sieht mein Alltag aus? Mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich viel unterwegs bin, dass ich viel verreise und genau dafür an sich eigentlich bezahlt werde. Überleg mal, viele von uns, wir gehen jetzt in 2 Wochen nach Miami auf ein Kreuzfahrtschiff, fahren auf die Bahamas, haben uns natürlich dafür qualifiziert, aber werden währenddessen bezahlt. Und weißt du, was das Krasse ist? Dadurch, dass wir zeigen, wie wir auf dieser Kreuzfahrt sind, wird es andere geben, beispielsweise euch, die sehen das und denken sich so, geil, ich will das auch. Was passiert? Du wirst inspiriert dadurch. Und wenn du inspiriert bist, dann wirst du dafür arbeiten, dass du die nächste Person bist, die auf einer solchen Reise dabei sein wird. So einfach ist das. Und das hat auch nichts mit Manipulation oder so zu tun. Nein, es ist einfach nur, dass wir unseren Lifestyle zeigen. Und den Lifestyle, den ich heute habe, den hatte ich damals noch nicht. Den hast du vielleicht jetzt auch noch nicht. Aber wenn du siehst, dass es andere können, dann hatte ich damals immer die Einstellung, ich kann es genauso. Und das ist ja das Schöne, weil wir müssen nicht irgendwas verstecken, irgendwas posten, was gar nicht der Realität entspricht. Nein, wir zeigen einfach nur unseren Lifestyle. Und dafür werden wir heutzutage bezahlt. Das heißt, ich werde für mein authentisches Ich bezahlt. Ich werde für mein authentisches Ich bezahlt. So ist es halt einfach. Und das finde ich halt einfach so schön tatsächlich zu sehen, dass sich natürlich auch sehr viele Menschen daran ein Beispiel nehmen, sich daran inspirieren lassen und sagen, hey, ich will das auch. Und sie können es auch. Aber natürlich musst du dafür auch bereit sein zu arbeiten, den Preis zahlen und so weiter. So, das nächste Incentive, was stattfinden wird nach der Kreuzfahrt, ist das Incentive in Dubai. Auch dafür kannst du dich jetzt wieder qualifizieren. Aber du musst natürlich auch bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Im wahrsten Sinne des Wortes, du musst vielleicht bereit sein, den Preis
für das Dubai Promotion Pack zu zahlen. Du musst bereit sein, den Preis dafür zu zahlen, dass du Zeit und Energie über die nächsten Wochen in dieses Business wirklich steckst. Ja, und du kannst das Ganze schaffen, ohne ein großes Startkapital zu haben, ohne große Verpflichtungen zu haben. Niemand sagt dir, dass du hier von 6:30 morgens bis 6 Uhr abends arbeiten musst. Niemand schreibt dir das vor. Du kannst selbst entscheiden, wann du arbeitest. Du kannst auch selbst entscheiden, von wo du arbeitest. Du kannst sagen, du arbeitest draußen in der Sonne während des Tages. Du hast Homeoffice zum Beispiel. Du kannst dir ein Büro mieten, wo du arbeiten gehst. Du kannst auch, wir haben Leader, die sind in Bali, die sind in Thailand, verdienen 1.000 Euro im Monat, 2.000 Euro im Monat, arbeiten von dort. Du kannst es dir quasi aussuchen. Du hast komplette Freiheiten. Wir geben den Menschen die Freiheiten, die sie haben wollen. Weil ich bin der Auffassung, dass du nur dann wirklich performst und lieferst, wenn du nur die Dinge tust, die du auch gerne tust und die du liebst zu tun. Nur dann, wenn ein Unternehmen Angestellte hat, die alle extrem unmotiviert sind, dann wird das Unternehmen es nicht weit bringen. Aber wenn es Angestellte gibt, die für das Unternehmen brennen, die einfach Bock haben, das Ganze groß zu machen, dann wird das Unternehmen auch funktionieren. Aber es wird meistens auch nur dann funktionieren, wenn man den Angestellten zum Beispiel die Möglichkeit gibt, im Homeoffice zu arbeiten und denen einfach gewisse Freiräume halt wirklich gibt. Und die Freiräume habt ihr auch hier im Bereich Network Marketing tatsächlich. Mal irgendwas trinken. Hab noch so einen kleinen Frosch im Hals, war noch ein bisschen noch krank, deswegen. Öffnen wir mal kurz das Fenster. Genau. Das halt dazu. Worüber können wir noch sprechen? Passives Einkommen. Das ist ja aus meiner Sichtweise wirklich das Wertvollste, was du dir wirklich aufbauen kannst. Guck mal, ich kenne zwei andere passive Einnahmequellen, die für viele Menschen zugänglich sind. Einmal Immobilieneinnahmen. Das sind auch passive Einnahmen, wenn du irgendwann eine Immobilie hast und der Mieter hier halt Miete zahlt. So, hast du passives Einkommen? Habe ich heute auch mittlerweile. Ich habe einen Mieter, der zahlt jeden Monat 1.150 Euro und das ist mein passives Einkommen. Ist cool. So, ich habe eigentlich nicht viel zu tun mit der Wohnung. Alles läuft automatisiert, Hausverwaltung und so weiter. Ist passives Einkommen. Jetzt kommt das große Aber. Nicht jeder von euch kann eine Immobilie kaufen. Warum? Weil du natürlich Bonität brauchst. Weil du ein gewisses Startkapital, Eigenkapital auch brauchst. Hatte ich damals nicht, als ich gestartet bin. So, dementsprechend war Immobilien für mich ein Thema, was noch nicht interessant gewesen ist zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet bin. Okay, was ist das andere Einkommen, passive Einkommen, was viele Menschen sich irgendwann mal aufbauen werden? Es ist ihre Altersrente. So, aber für die Altersrente muss ich 40 Jahre lang arbeiten und die Altersrente beziehe ich erst dann, wenn ich alt und gebrechlich bin. So, keine Ahnung, ich will nicht 40 Jahre lang warten, bis ich mein Leben so leben kann, wie ich es gerne leben möchte. Zumal ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt noch in 40 Jahren existent bin und zumal ich auch gar nicht weiß, wie mein Gesundheitszustand in 40 Jahren ist. So. Und dementsprechend habe ich für mich gesagt, okay, ich suche mir einen Weg, wo es meinetwegen 5 Jahre dauert, aber ich baue mir dieses passive Einkommen auf. Einfach 5 Jahre. So, und das ist ja, das ist das, was ich so traurig auch finde. Es gibt Leute, die wollen dieses passive Einkommen nach wenigen Monaten haben, haben dieses passive Einkommen nicht und hören dann auf. Geben auf und das war's. Und leben ihr Leben einfach in der Akzeptanz des Systems so weiter, wie sie es damals angefangen haben. Und das finde ich halt extrem traurig, weil ich finde persönlich, jeder hat das Potenzial, es irgendwie schaffen zu können. So, weil wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt, sozusagen, würde ich mal behaupten. Wir haben alle dieselben Vorerfahrungen, wir haben alle dieselben Ressourcen hier im Bereich Network Marketing, auch bei Gifu. Es gibt viele Wege, die hier wirklich zum Erfolg führen. Du musst halt einfach nur dranbleiben und es halt einfach durchziehen. Und für mich war es damals es wert gewesen, wenn ich nach 5 Jahren mir ein Einkommen von 2.000, 3.000 Euro passiv aufbaue. Das war es mir wert, weil ich wusste, in meinem normalen Job werde ich auch vielleicht 2.000, 3.000 Euro verdienen. So, ich wusste nicht, dass ich nach 5 Jahren dann schon höher sechsstellig verdiene. Das wusste ich natürlich nicht. Aber es ist natürlich möglich. Aber es gibt Leute, die brauchen halt ein bisschen länger und es gibt Leute, bei denen geht es vielleicht ein bisschen schneller. Guck mal, es war genauso wie in der Schule. So, es gab Leute, die mussten gefühlt nicht wirklich lernen und haben trotzdem eine gute Note direkt in der Klausur geschrieben. Dann gab es Leute, die mussten wirklich verdammt viel lernen, damit sie eine gute Note bekommen.
Aber trotzdem hättest du diese gute Note schreiben können, wenn du viel gelernt hättest. Und genau dasselbe ist es vielleicht auch im Network Marketing bei einzelnen von euch. Viele von euch sind vielleicht auch schon ein Jahr, 2 Jahre dabei und du hast dir vielleicht kurzzeitig mal ein passives Einkommen aufgebaut, vielleicht noch kein konstantes passives Einkommen, aber dann bist du halt einfach eine Person, die halt noch mehr tun muss, noch mehr lernen muss. Und klar, ist vielleicht ein bisschen unfair zu anderen Personen. Vielleicht hast du nicht die Stärken, die andere Person hat. Aber schlussendlich, wenn du dran bleibst, dann wird es wirklich jeder schaffen. So, wir haben Leute, die sind im E1K, die sind im Rollstuhl aufgewachsen. Wir haben letzten, das ist richtig krass. Die sind nicht gestartet bei uns. Die hatte ich auf einem Event in Frankfurt von unserer Retired Young Tour. Die ist in einem anderen Network gewesen, hat dort auch fünfstellig im Monat verdient und die kann nicht sprechen. So, die kann nur Zeichensprache. Ich weiß nicht, wie man diese Menschen, Personentypen nennt, wenn sie nicht sprechen. Autisten, ich weiß es nicht genau. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber die ist seit mehreren Jahren im Network und hat sich eine Community von genau diesen Menschen aufgebaut und verdient mehr als fünfstellig im Monat damit. Und das fand ich so krass bewundernswert, wo es dann andere Leute gibt, die mir sagen, ja, ich habe einfach keine Leute in meinem Umfeld, die sich dafür interessieren und deswegen funktioniert Network Marketing für mich nicht. Stell dir vor, du kannst nicht sprechen. Was ist denn dann? Und dann gibt es trotzdem Leute, die es schaffen, fünfstellig im Network Marketing zu verdienen damit im Monat. Das ist halt krass und sowas hat mich extrem inspiriert, tatsächlich. Und ja, und das wertvollste Privileg ist halt wirklich diese Freiheiten, die du wirklich auch einfach dir aufbauen kannst. Und es gibt so einen Spruch, vielleicht habt ihr den auch schon mal gehört, so, ich fahre lieber mit dem Fahrrad zum Strand als mit einem Porsche zu einer Arbeit, die ich nicht mag. So, was ich damit sagen möchte, du musst gar nicht 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 und so weiter 1.000 € im Monat hier im Network Marketing verdienen. Es gibt auch Leute, die brauchen das gar nicht tatsächlich. So, es gibt eine Studie ab 5.000 € Einkommen im Monat, wächst dein Lebensglück eigentlich nicht mehr so stark an, wie wenn du auf dieses Einkommenslevel von 5.000 € kommst. Warum? Weil deine Grundbedürfnisse einfach gedeckt sind. Du kannst das Auto fahren, was du fahren möchtest. Du kannst eine Wohnung, eine vernünftige Wohnung beziehen. Okay, wenn du in der Schweiz wohnst, dann verdoppelt die Zahl. Aus 5.000 machst du 10.000. Aber in Deutschland bist du Spitzenverdiener mit 5.000 € beispielsweise tatsächlich. Und ja, und die Möglichkeit hast du irgendwann da wirklich auch hinzukommen. Und dafür musst du nicht Vorstandsvorsitzender von irgendeinem großen bekannten Unternehmen tatsächlich auch sein. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, warum Jeff, guck mal, ich habe nur über Network Marketing gesprochen. So, das ist der Grund, warum du tendenziell auch nur physische Produkte verkaufen kannst. Pair International zum Beispiel ist das größte deutsche Network-Marketing-Unternehmen gerade. Die setzen jährlich mehr als 2 Milliarden Euro um. Überleg dir das mal. Ich nutze selbst auch deren Produkte seit 6 Jahren. Und selbst da schaffen es Leute, nur mit Produkten beispielsweise aufbauen zu können. Und die Geschwindigkeit in solchen Unternehmen ist halt sehr langsam. Und wir haben ja das Glück, sage ich mal, digitale Produkte anbieten zu können, wodurch wir eine sehr viel größere Geschwindigkeit im Aufbau auch wirklich haben im Bereich Network Marketing. Und jetzt komme ich zum Punkt, warum eigentlich Gifu? So, was stellt Gifu dar? Gifu stellt sozusagen eine Schule dar, die aus meiner Sichtweise die Welt einfach braucht. So, das heißt, wir vermitteln den Leuten das Wissen, was sie langfristig gesehen unabhängig machen kann. Und das in verschiedenen Bereichen. Im Bereich Forex Trading, im Bereich Kryptowährungen, im Bereich E-Commerce Dropshipping, im Bereich Social Media, wie du deine eigene Brand aufbaust, UGC, wie du bei TikTok Geld verdienen kannst, im Bereich Aktien, im Bereich Immobilien, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und in vielen weiteren Bereichen tatsächlich. Das heißt, wir decken eigentlich alles ab, wo du ohne andere Menschen zu benötigen, dir eigentlich einen Wohlstand aufbauen kannst tatsächlich. Das ist ja das, was du als Kunde hier wirklich bei uns einfach lernen kannst. Und das ist aus meiner Sichtweise sehr wertvoll. Und wir haben so viele Testimonials. Ich habe letztens erst, ich will es einfach mal erzählen, es hat mich voll inspiriert. Beim Niklas Geistreiter in der Struktur habe ich eine Story gesehen. Da hat jemand über FTMO sich 89.000 € auszahlen lassen.
So, die hatten einen Testimonials-Call. Geisteskrank. Ich habe darauf reagiert. Vielleicht seht ihr es sogar nochmal. Lass mal schauen. Ich zeige es euch einmal, dass ihr auch seht. Aber was Team. Vielleicht sieht man die Story sogar noch. Ach, keine Ahnung. Leider nicht mehr, aber ich habe dann gefragt, wer ist das? Wild. Und dann hat es mir geschrieben: Ja, Mike, Rudi, Partner von uns, haha, heute wieder Call mit 5 Testimonials. Ja, hat das auch gezeigt, die Aussagen. Das fand ich so inspirierend, auch wieder. Und ja, es ist einer von vielen. So, nicht jeder schafft es dahin. Aber become the one. Sei du diese eine Person von vielen. Sei du diese nächste Person. Ich bin nicht die nächste Person im Trading, die dir eine Aussage von 89.000 Euro zeigen kann. So, werde ich nicht sein, möchte ich auch gar nicht sein. Das ist gar nicht mein Ziel. Ich bin zu emotional zum Traden tatsächlich. Ich fokussiere mich mehr auf das Investieren, auf das langfristige Investieren, auf das Swing Trading tatsächlich auch. Aber es ist für viele möglich. Genauso ist es auch für viele möglich, beispielsweise über Social Media sich ein Einkommen aufbauen zu können oder bei E-Commerce. Aber die Frage ist die, kannst du dich damit identifizieren? Ist das deins? Wenn ja, go for it, werd das nächste Testimonial in dem Bereich wirklich. So. Und Education ist etwas, was für viele Menschen wirklich interessant sein kann. Der zweite Punkt ist natürlich Reisen. Jeder von uns liebt es zu reisen. Ich habe gerade darüber gesprochen. Mein Job ist es eigentlich zu reisen. Dafür werde ich bezahlt heutzutage. Und wir geben Menschen einfach eine Plattform an die Hand, mit der sie zukünftig sehr viel Geld sparen können, erstens, und zweitens sehr kostengünstig in den Urlaub gehen können. Warum? Weil jedes Mitglied bei Gifu bekommt einen Reisegutschein. Und dieser Reisegutschein hat einen Gegenwert von ca. 1.000 bis 1.500 Euro. Viele von euch haben den Reisegutschein wahrscheinlich noch nie eingelöst, aber beschäftige dich damit doch einfach gerne mal. Und ja, das Einzige, was du dafür zahlen musst, sind die Steuern und Gebühren. Das sind 40, 35 Euro am Tag circa. Ja, das ist halt nicht viel. Aber das ist halt geil und jeder braucht Urlaub, jeder muss mal abschalten können vom Alltag und sammel doch selbst mal die Erfahrung, werd zum Testimonial mit der Reise und zeig es danach anderen Menschen beispielsweise. Und der dritte Bereich sind natürlich die physischen Produkte. Network Marketing ist groß geworden mit den physischen Produkten, mit den Firmen, die physische Produkte anbieten. Ich trinke zum Beispiel gerade selbst wieder hier meinen Gifu Wave, den ich über alles liebe. Dank geht raus an den Teampartner, der mir gestern 3 Paletten hier gebracht hat, weil mein Stock leer gegangen ist. Und ja, und auch damit, da gibt es Unternehmen, die haben Milliarden an Umsätzen damit erzielt. Ich habe zum Beispiel das Beispiel angesprochen mit PM International, Fitline, so ein Activizer. Ich nutze ihn jeden Morgen, um einfach Energie vor den Tag beispielsweise zu steigen. Ich bete darum, dass Gifu irgendwann so ein Produkt rausbringen wird. Ich nutze zwar schon Live und Wave, aber so ein Produkt haben wir leider noch nicht am Start. Das war der Best-Selling Product bei denen. Und damit haben sie Milliarden an Umsatz gemacht. Und diese Umsätze werden unter allen von uns aufgeteilt. Die werden von allen aufgeteilt, halt wirklich tatsächlich. Das heißt, wir haben halt wirklich drei Bereiche an einem Ort, die extrem spannend sind, womit du jeden ansprechen kannst. Für jeden sollte da wirklich was dabei sein. Und dementsprechend habe ich halt einfach das Gefühl, dass wir wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort hier einfach mit Gifu sind, weil Network Marketing gibt es seit 50 Jahren. Die meisten Einkommensmillionäre sind damals im physischen Produktbereich entstanden. Heute hat sich das Blatt gewandt. Die meisten Einkommensmillionäre stammen aus dem digitalen Bereich. So, aus dem Bereich Education, aus dem Bereich Travel tatsächlich, weil da brauchst du nichts Anfassbares in deiner Hand, um ja, dir ein Business aufbauen zu können. Und mich erinnert das halt immer wieder an diesen iPhone-Moment damals von Steve Jobs. So, als Steve Jobs das iPhone gelauncht hat, so, jeder von euch nutzt ein iPhone, die meisten jedenfalls, das hat die Smartphone-Welt wirklich revolutioniert. So, viele von uns haben damals noch Klapp-Handy genutzt mit Nokia, von Nokia. So, nutzt das heutzutage noch irgendjemand? Nein, Nokia ist tot. Das war der Todestag von Nokia, als Steve Jobs damals das erste iPhone wirklich gelauncht hat. Aber warum ist das iPhone so erfolgreich geworden? Ganz einfach, weil das iPhone alles kann. Es kann alles. Es kann Musik hören. Damals ging es nur mit dem iPod. Wir können damit telefonieren. Damals brauchten wir so ein Kabeltelefon, womit wir uns immer verdreht haben, wie auch immer. Du kannst damit im Internet surfen. Das ging damals nur mit einem dicken, viereckigen Kasten, der erstmal 10 Minuten gebraucht hat, um überhaupt anzugehen. Ich erinnere mich noch an diese Zeit. Und das iPhone hat alles in einem Gerät heutzutage. Es hat alles miteinander kombiniert. Und dasselbe ist auch bei Gifu. Es gibt
Firmen, die konzentrieren sich nur auf Education. Es gibt Firmen, die konzentrieren sich nur auf den Reisebereich. Und es gibt Firmen, die interessieren sich und fokussieren sich halt nur auf den Produktbereich. Aber wir haben hier wirklich alles an einem Ort. Und ja, und das ist aus meiner Sichtweise wirklich ein entscheidender Faktor, warum wir die nächsten 5 Jahre es schaffen können, hier diese magische 1 Milliarde Dollar-Marke an Umsatz erreichen zu können. Und du bist Teil davon. Gifu setzt jetzt deutlich weniger tatsächlich noch um, aber stell dir vor, mal unser Business macht einen 10x. So, wenn du gerade 10 Personen in deiner Organisation hast, wirst du 100 Personen in deiner Organisation haben. Wenn du 1000 Leute in deiner Organisation hast, wirst du 10.000 Leute in deiner Organisation möglicherweise haben. So, es ist immer die Frage, wann positionierst du dich? Stell dir vor, du hättest dich damals vor 10 Jahren in Bitcoin positioniert. Wäre cool gewesen, ja. Bei Bitcoin haben sich die meisten dann positioniert, als Bitcoin noch nicht so groß gewesen ist. Und Gifu ist jetzt persönlich auch noch nicht so extrem groß. Es gibt Network-Marketing-Firmen, die mieten ganze Fußballstadien. Wir haben das noch nicht gemacht. Aber möglicherweise wird das eines Tages wirklich der Fall sein. Und dann ist halt die Frage, wie viele Leute von dir sitzen in diesem Stadion? Was hast du dazu beigetragen? Wenn wir einen 10x machen, wie sehr machst du einen 10x halt wirklich? Und das ist diese entscheidende Frage, die du halt einfach auch wirklich stellen solltest. Und aus meiner Sichtweise, ja, gibt es halt auch keinen besseren Zeitpunkt, als wirklich jetzt den Schalter umzulegen, jetzt wirklich die richtigen Dinge einfach zu tun, weil die nächsten 6 Monate ist es düster. Schaut einfach mal selbst raus, es ist stockdunkel. Wenn wir jetzt mal 3 Monate zurückdenken, da ist gerade mal die Sonne untergegangen im Juli und jetzt ist es halt stockdunkel schon wieder. Keine Ahnung, die Leute haben im Winter weniger Ablenkung. Im Winter ist es nicht so schön wie im Sommer. Aber wenn es im Winter nicht so schön ist wie im Sommer, dann mach doch jetzt im Winter über die unbequemen Dinge einfach mal. Sperr dich zu Hause ein, hustle einfach mal durch, unabhängig dessen, was dein Ziel ist. Vielleicht willst du profitabler Trader sein, vielleicht willst du dir 100.000 Instagram-Follower aufbauen, vielleicht willst du dann endlich deinen erfolgreichen E-Commerce-Store mal hochziehen. Vielleicht willst du auch einen Rank im Network Marketing erreichen, ein passives Einkommen aufbauen. Aber zieh doch einfach mal durch die nächsten 6 Monate. Jetzt sollte es dir leichter fallen, durchzuziehen, als im Sommer, wenn all deine Freunde draußen bei 30 Grad am See chillen. Ist einfach so. Es ist jetzt einfacher zu verzichten, damit du den nächsten Sommer so leben kannst, wie du ihn gerne leben möchtest, dass du vielleicht irgendwann auch mal eine Einladung bekommst auf eine Car Rally, wo du mit irgendwelchen Supersportlern durch die Schweizer Alpen heizen kannst. Ja, ein paar von euch fühlen es. Ich zeig euch das mal, als Inspiration einfach mal. Ich zeige es euch mal vielleicht kurz. Und dann wäre es eigentlich von meiner Seite schon gewesen. So, ich zeige es euch mal kurz, wie das Ganze aufgebaut ist hier. Also hier, das ist meine Einladung. So, schauen wir uns das mal ganz an. So, 4 Tage. So, wo geht's denn hin am ersten Tag? Ist voll runter, bla bla. So, erster Tag. Es geht, also, erster Tag, es geht ins Andermatt, Seychelles Hotel. Wir haben irgendwie genießen ein 4-Gang-Abendessen. Bla bla, treffen uns da am nächsten Tag, fahren wir dann weiter, haben Mittagessen irgendwie am Comosee, das ist diese Location. Fahren dann aber weiter nach Mailand, übernachten irgendwie hier. Abends haben sie dann für uns irgendwie eine Bar reserviert, so einen Club, keine Ahnung, so ein Barclub. Und dann ziehen wir weiter in so einen Nachtclub, der für uns schon reserviert ist. Jetzt fällt mir mein Handy runter. Sieht dann irgendwie so aus tatsächlich. Da gehen wir dann hin. So, dann fahren wir weiter. Dann geht es nach Monaco. Keine Ahnung, da gehen wir auch irgendwo wieder hin. Und dann haben wir die Abschlussparty irgendwie in Cannes. Dann sind wir hier. Ja, keine Ahnung, sind wir dann auch wieder in einem Restaurant, Bar, keine Ahnung, feiern da irgendwas, so sieht das dann aus, the end, hier, also geisteskrank, ne, also schon cool, habe ich Bock drauf und ja, so schnell kann es dann halt auch einfach gehen, aber das passiert nur dann, wenn du halt einfach mal durchziehst und verzichtest und dir kann egal sein, was andere über dich erzählen. Mir ist es sowas von egal, was andere über mich denken, weil schlussendlich muss ich ja mein Leben so leben, wie ich es gerne leben möchte und ich lebe mein Leben genau so, wie ich es leben möchte. Ich lebe mein Leben so, dass ich ja sage zu so einer Car Rally. Jemand, der über mich hatet
und sagt, hey, Network Marketing funktioniert nicht, ich glaube nicht, dass er eingeladen wird von so einer Car Rally, daran teilzunehmen. Der wird wahrscheinlich, keine Ahnung, sich den Arsch abschwitzen, nachts nicht schlafen können, weil er in Dachgeschosswohnung wohnt im Sommer und 28 Grad in seiner Bude hat und sein ganzes Bettlaken voll schwitzt. Ja, das ist die Realität. Aber deine Realität kann sich halt auch verändern, wenn du halt einfach jetzt mal verzichtest über den Winter, einfach mal die Dinge wirklich umsetzt und dir ein Ziel setzt. Wir haben schon oft genug darüber gesprochen. Ja, GFO, wir sind hier im sechsten Jahr. Ist für mich eine riesengroße Chance im Bereich Network Marketing, halt einfach sich hier richtig zu positionieren. Tap-to-Trade launcht jetzt wirklich am 1. November. Es kann auch eine absolut krasse Innovation hier wirklich sein. Ich bin sehr gespannt, was für Testimonials wir damit kreieren können. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, du hast verstanden, warum es Sinn macht, sich im Network Marketing zu positionieren. Und warum es Sinn macht, den Service zu nutzen, den wir hier wirklich haben bei GFO. Und in dem Sinne, macht euch an die Arbeit. Wir sehen uns sehr, sehr, sehr bald. Zeitnah, kommt gerne auch auf die Rising Star Gala am 21. Dezember. Wir haben noch ein paar Tickets, würde mich sehr freuen. Und in dem Sinne, Max, gebe das Wort wieder zurück. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch was. Prost. Alright. Hey Jan, danke dir auf jeden Fall für diese Worte. Zuerst mal, Guys, drop eine Dreierwelle in den Chat. Wenn du was mitnehmen konntest und vor allem, wenn es auch irgendwo Inspiration war, was Jan dir jetzt gerade hier gezeigt hat, das erste oder der erste Tag des Bootcamps neigt sich also schon dem Ende zu. Ganz, ich habe übelst Bock. Ich habe übelst Bock schon alleine jetzt nach diesem Tag. Du konntest viele Dinge mitnehmen. Du hast viele, ja, Vision Points mitbekommen. Und was Jan gesagt hat, wie gesagt, du baust hier, und das habe ich ja vorhin schon erklärt mit dem Cashflow-Quadrant, du baust dir einmal etwas auf. Und das ist genau dieses Beispiel. Ich finde es immer so witzig, das ist genau dieses Beispiel. Du baust dir einmal etwas auf und es ist für die Zukunft. Es ist für die Zukunft, es bleibt bestehen, es ist für deine Nachkommen. Und morgen werden wir den Tag 2 haben. Deswegen mache ich jetzt direkte Überleitung zum zweiten Tag. So. Morgen haben wir den zweiten Tag des Bootcamps und wie ich schon am Anfang gesagt habe, morgen geht es um das Thema Build in Your Prime. Okay? Mit unserem lieben Gast Omar, wie aber auch mit unserem Emerald Director, Schrägstrich, GFO Life Number One Educator im deutschsprachigen Raum, Silas Settedugatti. Guys, drop mal eine Eins in den Chat, wenn du schon mal eine Session von Silas mitgenommen hast, wenn du schon mal Profits mitnehmen konntest, ist hier ganz viel einer. Da ist hier ganz viel einer. Und deswegen sollte es morgen, und jetzt das genau diese Krankheit von einem Bootcamp, wir haben es jetzt noch 69 Leute auf dem Call. Wir waren bei irgendwie 100, 110. So, viele Leute verschwinden jetzt schon wieder, obwohl sie noch gar nicht wissen, was danach kommt. Viele Leute verschwinden 20, 30, 15 Minuten vor dem Ende. Aber ich sage immer so, bei der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde kann ein Nugget kommen, kann ein Punkt kommen, was deine Ansicht, deine Work Ethic, deine Zukunft verändern wird. Und deswegen freue ich mich morgen extrem, extrem, extrem auf jeden Einzelnen, der das wieder mitnimmt. Wie gesagt, block dir alle Tage bis Freitag um 21 Uhr, weil morgen wird es definitiv ein Blockbuster. Ihr kennt deinen Silas, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er wird dir die Source mitgeben, wie du jetzt in deiner Prime hier etwas bilden kannst. Und deswegen würde ich sagen, zum Abschluss, ich beende den Call nicht einfach so. Ich beende zuerst mal das Recording. Alright, gib mir eine Sekunde. Und dann machen wir hier noch zum Abschluss ein